Hallo und herzlich willkommen bei CC Erklärt zum Rhythmustraining Level 1, Folge 7. Unverkennbar möchtest du dich in Sachen Rhythmus verbessern? Das finde ich gigantisch. In dieser Folge geht es um Überbindungen durch sogenannte Haltebögen. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann kann ich dir ein Erklärvideo von mir dazu empfehlen, nämlich das hier. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Diese Folge ist etwas anders als die vorhergehenden. Für dieses Training benötigst du das zu diesem Training gehörende Arbeitsblatt. Und natürlich ein Stift, am besten ein Bleistift. Oder auch das ganze Kursheft, das ist natürlich am besten. Deine Notizen kannst du auch vollkommen digital am Bildschirm machen. Eine Stifteingabe ist dann empfehlenswert. Arbeitsblatt und Kursheft sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und du findest es natürlich zusammen mit vielen weiteren Materialien auf meiner Homepage www.ccerklärt. Abonniere bitte meinen Kanal, dann verpasst du auch keine Folge dieses Rhythmuskurses. Los geht's! Hier siehst du viermal den gleichen Rhythmus, den ich dir auch gleich einmal vorspielen werde. Anschließend hörst du dann diese vier Rhythmuszeilen. Bei jedem Durchgang sind aber Haltebögen hinzugefügt. Diese Haltebögen sollst du dann in das Notenbild eintragen. Solltest du das Arbeitsblatt nicht haben, dann könntest du jetzt das Video anhalten und diese Notenzeilen abschreiben. Bei Übung 2 sollst du dann noch einen Rhythmus ohne Vorlage notieren. Ein wichtiger Tipp zum Üben mit diesem Video: Bitte nutze ausgiebig die Möglichkeit, das Video anzuhalten und auch zurückzuspulen, um Abschnitte zu wiederholen. Ich spiele dir jetzt den Rhythmus ohne Überbindungen vor. Am besten sprichst du den Rhythmus gleich auf einer Silbe mit, zum Beispiel auf da. Vor dem Takt hörst du vier Vorzählklicks. Du hörst jetzt die erste Zeile mit Haltebögen. Trage diese Haltebögen in das Notenbild ein. Jede Zeile spiele ich dir zweimal vor. Zeile 1. Kleine Hilfestellung, ich bin mir sicher, dass du die erste Überbindung gehört hast, die an dieser Stelle war. Du müsstest also das in dein Notenheft, in dein Notenbild, in dein Arbeitsblatt eintragen. Zweiter Durchgang, da kannst du das nochmal überprüfen und natürlich die anderen Bindebögen, sofern welche da sind, ergänzen. Los geht's. Zeile 2. Auch diesen hörst du jetzt nochmal die Zeile 2. Wenn du schon alles hast, kannst du ja überprüfen, ob du es auch richtig hast. Zeile 3. Nochmal Zeile 3.
Bei Zeile 4 helfe ich dir jetzt gar nicht mehr. Ich zeige also auch nicht mit dem Mauszeiger mit. Sicherlich weißt du jetzt schon, wie das funktioniert und du schaffst es alleine. Zeile 4. Und nochmal die Zeile 4. Hier siehst du die Lösungen zu den Aufgaben. Bitte halte doch das Video an dieser Stelle an, dann kannst du in aller Ruhe deine Aufzeichnungen vergleichen. Wenn du nicht alles richtig hast, kannst du die Übung einfach nochmal machen. Dann klappt es bestimmt schon besser, weil du ja dann weißt, wie es funktioniert. Kommen wir zur zweiten Übung. Wir verlassen die Nummerierung und kommen zu richtiger Notenschrift. Du hörst nun zwei Takte im Viervierteltakt, schreibe diese Takte in Notenschrift auf. Ich spiele dir die Takte dreimal vor. Trage dir vorher die Taktart und die Taktstriche ein. Ich habe das hier auch schon vorbereitet. Viervierteltakt sollen zwei Takte sein. Und außerdem empfehle ich immer, dass du dir die Zählzeiten von jedem Takt aufschreibst. Viervierteltakt, vier Zählzeiten. Dann kann man sich während des Rhythmusdiktates besser orientieren und behält den Überblick. Außerdem habe ich, weil ich so ein netter Mensch bin, nochmal zwei kleine Hilfen eingetragen. Eine Viertelpause hier auf die Zählzeit 2 und die eine Viertel hier auf die Zählzeit 4. Noch ein kleiner Tipp. Es könnte sein, dass hier irgendwo eine Überbindung dabei ist. Los geht's. Zweiter Durchgang. Und der letzte Durchgang. Bitteschön, hier ist die Lösung. Wenn du es nicht so hast, dann ist das nicht so tragisch. Räum dein Arbeitszimmer ein bisschen auf und dann fängst du einfach nochmal von vorne mit diesem Video an. Dann klappt es besser. Vielen Dank, dass du mit meinem Video geübt hast. Mach doch gleich mit der nächsten Trainingseinheit weiter. Über Feedbacks freue ich mich jederzeit. Schreib doch einfach unten in die Kommentare. Viel Spaß beim Musizieren. Pfiat die!